Zu spät. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In unserem Leben gibt es ein zu spät. Mist, der Zug ist schon weg. Ich hätte wirklich, ja, immer so pünktlich kommen sollen, aber zu spät. Ich wollte meinen Freund besuchen, aber leider zu spät. Ich wollte diese Sache erledigen. Aber leider zu spät. Ich wollte mich versöhnen und Vergebung bitten, aber der ist leider tot. Zu spät. Im Leben gibt es ganz viele Erfahrungen, wo wir zu spät sind. Und wir leiden auch darunter, weil unsere Seele irgendwie diese Sehnsucht hatte, einfach das zu erledigen. Es geht auch um den Glauben. An Gott zu glauben und bei Gott zu sein, ist das eigentlich die Sehnsucht von uns Menschen. Und diesen Gott zu erleben, zu erfahren, ist das eigentlich ja, die Aufgabe eines jeden Menschen. Und wann werden wir das machen? Jetzt und hier. Auch wenn Gott überall und immer da ist, kann ich nur hier und jetzt erleben. Weil, wenn ich dann verschiebe, kann das für mich zu spät werden. Wenn ich beten möchte, dann bete ich jetzt. Wenn ich glauben möchte, glaube ich jetzt. Weil das ist das Einzige, was ich habe, der jetzige Augenblick, der jetzige Moment. Und wir wollen handeln und wir wollen nicht zu lang warten. Ganz besonders für unseren Glauben und für unseren Gott. Einen guten Sonntag und eine schöne Woche für Sie.